Hallo und herzlich willkommen. Als erstes wieder mal die Übungsaufgaben vom letzten Mal. Alle Lieferanten, bei denen der durchschnittliche Einzelpreis über 20 liegt. Einzelpreis habe ich hier, Lieferant habe ich hier. Also brauche ich den Axons, Lieferantennummer und dann durchschnittlich, also Average Einzelpreis, Group by Lieferantennummer. So, und jetzt möchte ich alle, wo dieser durchschnittliche Einzelpreis über 20 liegt. Dafür brauche ich jetzt eben den Having. Ich vergebe hier ein Alias, damit ich da unten die Funktion nicht nochmal schreiben muss. As Durchschnitt Having Durchschnitt größer 20. Und natürlich kann ich das Ganze hier wieder schön machen mit einem Truncate. Und dann wieder zwei Stellen. Dadurch, dass ich hier dieses S-Durchschnitt mache, erscheint hier halt auch diese Überschrift Durchschnitt und ansonsten würde halt die komplette Funktion hier reingeschrieben werden. Das ist ein anderer Schönheitsaspekt. Ja, dann zweite Aufgabe, alle Kategorien, bei denen der minimale Lagerbestand, größer 10 und kleiner 100 ist. Kommentiere hier mal wieder aus, damit ich mir das angucken kann. Also ich brauche zum einen die Kategorien, das ist also das hier. Kategorienummer. Und dann wollte ich den Lagerbestand größer und kleiner haben. Das heißt, ich brauche hier einmal den Min-Lagerbestand. Und einmal den Max-Lagerbestand. Max. So, dann gruppieren tun wir jetzt nicht nach der Lieferantennummer, sondern natürlich nach der Kategorienummer. Und jetzt geht es eben nicht auf den Durchschnitt, sondern es geht auf den Min größer 10 and halt. And Max, Max kleiner 100. So, da hat irgendwas nicht funktioniert, weil ich natürlich noch die Kommentierungen drin habe, wie wir ja hier sehen. So, und hier. So, jetzt haben wir einen Fehler drin. Huh? Ich mache mal hier einen Umbruch, damit man es besser sieht. Ja, hier ist ein Stern zu viel. So, keiner. 70, nee, Quatsch. 110. Ah ja, okay. Ich muss die Übung ändern. Es kann nicht größer 10 sein, sondern vielleicht größer 5. Gut. Kommt immer nur einer raus. Ja, so kann man halt schön rumspielen. Ja, also das war das zu den Übungen. Müssen wir die Aufgabe noch ein bisschen anpassen. Größer 3 und kleiner 110 und dann passt es. So, und dann kommen wir zum neuen Thema, nämlich dem Sortieren. Die Sache ist nämlich die, wenn ich hier im SQL
mir Daten ausgeben lasse, dann sind die erstmal unsortiert. Und zwar vollkommen unsortiert. Sieht man nur manchmal nicht, weil es halt zufällig jetzt, wie so oft, in der richtigen Reihenfolge, in der es eingetragen wurde, ausgegeben wird. Aber darauf kann man sich nicht verlassen. Und vielleicht möchte man ja auch eine andere Sortierung haben als die in der Reihenfolge, wo was eingegeben ist. Zum Beispiel könnte man ja wollen, dass man die Kategorien untereinander hat. Der Befehl dazu heißt Order by. Und ich könnte das jetzt nach Kategorienummer sortieren. Und dann käme jetzt halt erst die Kategorie 1, dann die Kategorie 2. Und natürlich kann ich auch sagen, okay, innerhalb der Kategorien hätte ich das Ganze vielleicht gerne alphabetisch. Also kann ich eben noch sagen, dass er auch noch nach Artikelname sortieren soll. Und dann sind die praktisch zuerst die Kategorie 1 und die alphabetisch aufsteigend. Ich könnte aber auch absteigend sagen. Das wäre mit dem Schlüsselwort Desk. Dann würde das jetzt hier eben mit S anfangen und dasselbe könnte ich natürlich auch hier vorne sagen, Desk. Tja, und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Order by kommt in der Reihenfolge nach dem Group. Also die Reihenfolge ist wichtig, die dürft ihr nie falsch machen. Das wird immer in Fehler laufen. Where brauchen wir gerade nicht. Dann käme hier der Group by. Und hier käme der Having. Und dann kommt eben erst der Order by. Und ich rate euch auch, diese Begriffe hier immer vorne fett groß zu schreiben, weil ihr dann sehr schnell bei längeren SQL-Statements sehr schnell erkennen könnt, was wo ist und wie was zusammenhängt. Und gerade wenn man dann nach längerer Zeit mal wieder drauf guckt, dann ist es sehr hilfreich, wenn man das Ganze ordentlich strukturiert hat. Okay, das war's. Macht's gut. Ciao, ciao.